Die Diagnose eines Immundefekts erfolgt also einmal mit der Beschreibung des Beschwerdebilds. Der Arzt muss also wissen, wo liegen die Beschwerden, was sind die Probleme, die vorgefallen sind, was sind die Infektionen, zu denen es gekommen ist, wie wurde behandelt, hat die Behandlung einen Erfolg gehabt, war zum Beispiel die Antibiotikatherapie erfolgreich und kam es dann zu einer neuerlichen Infektion, wurden Kulturen gemacht von Bakterien, weiß man, welche Infektionserreger das verursachen. Der nächste Schritt ist dann die Blutabnahme und damit verbunden die Auswahl der benötigten Untersuchungen, Laboruntersuchungen. Weil das sind ja Untersuchungen, die fast immer nicht vorhanden sind, wenn der Patient kommt. Also der Patient sucht ja den Immunologen auf, weil er spezielle Laboruntersuchungen braucht, um das Immunsystem zu untersuchen. Und der Spezialist kann also mit der Blutabnahme dann die entsprechenden notwendigen Untersuchungen durchführen. Dann gibt es die Laborarbeit, die ist ausführlich. Es gibt also hier fast nie Automaten, wie in einem, sage ich einmal, normalen medizinischen Labor. Das sind Untersuchungen, die üblicherweise länger dauern. Länger soll heißen Tage bis Wochen. Und dann ist ganz wichtig, der nächste Schritt, eine Besprechung mit dem Patienten. Oft auch verbunden mit einer Besprechung mit dem behandelnden Arzt, damit die erhobenen Befunde auch entsprechend interpretiert werden und dem Patienten auch entsprechend mitgeteilt wird, wo jetzt die Erkenntnisse, die entscheidenden, liegen und was für Konsequenzen sich daraus ergeben. Und die Konsequenzen sind dann ein mehr oder weniger ausführlicher Therapievorschlag. Untersuchungen und Tests bei Verdacht auf Immundefekt, da hat man im Prinzip keine Grenze. Man kann also bis zur Untersuchung aller Gene eines Patienten gehen, um Immundefekte zu finden. Man wird natürlich sinnvollerweise, weil ja einerseits die Untersuchungen aufwendig sind, auch kostspielig, das sind eher teure Laboruntersuchungen, weil ja die Reagenzien teuer sind und auch ausführliche Arbeit erforderlich ist, um solche Tests zu machen. Man wird sich überlegen, welche Untersuchungen oder welche Fragen sind die naheliegendsten. Ja, wenn also ein Patient Infektionen mit Pneumokokken als Problem angibt, dann wird man hier mal primär die Pneumokokken-Antikörper einbeziehen in die Untersuchung. Ja, das heißt, hier trifft man eine Auswahl, die abhängt vom Beschwerdebild des Patienten. Und das kann aber wechseln. Das ist im Sinne der individualisierten Medizin eine sehr maßgeschneiderte Auswahl. Auch abhängig natürlich vom Alter der Patienten, von der Impfanamnese, von der Behandlung. Die Untersuchung wird anders ablaufen, wenn der Patient hochdosiert Cortison nimmt oder nicht. Und so sind also viele individuelle Faktoren zu berücksichtigen. Die Diagnose Immundefekt erfolgt ausschließlich durch Laboruntersuchungen. Das heißt, die Kriterien der Diagnose sind der Nachweis einer veränderten Funktion des Immunsystems, in welcher Art und Weise auch immer. Bei den angeborenen oder genetisch bedingten Immundefekten ist die letzte Bestätigung der Diagnose, genetischer Immundefekt, die Demonstration des veränderten Gens. Aber das allein genügt natürlich nicht zur Diagnose. Sie müssen zur Diagnose zusätzlich, zur genetischen Diagnose zusätzlich, den Immunphänotyp erfassen. Weil wir ja wissen, dass eine bestimmte Mutation unterschiedliche Ausprägungen haben kann bei unterschiedlichen Patienten. Also ohne die Laboruntersuchungen und die Beschreibung der veränderten Funktion des Immunsystems wird die Diagnose nicht vollständig sein.